Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zum ersten Neuheitenvideo aus diesem Jahr. Ich habe hier die Neon Clouds in den Händen. Das ist quasi eine doppelte Neuheit, weil es ist nicht nur ein neues Produkt, sondern auch eine neue Produktart von Funke, denn das sind Feuertöpfe. Feuertöpfe aus dem Hause Funke, und das hatten die ja bisher noch nicht. So, und jetzt haben wir sie. 10 Stück sind in dieser Packung drin. Die werden verkauft unter dem Label Albert. Also erstmal sieht es ja mal richtig geil aus. Und wenn ich die jetzt hier öffne, sehen wir in dieser Verpackung 10 Feuertöpfe hier, handlich. Hier sieht man meine Hand daneben. Jeweils 5 von einer Sorte. Es gibt 2 verschiedene Sorten. Wir gucken uns kurz hinten die Daten an und dann geht es auch direkt los. Ich will gar nicht so viel reden in diesem Video. Wir haben 120 Gramm NEM verteilt auf 10 Feuertöpfe, also 12 Gramm NEM pro Feuertopf. Und was auch sehr geil ist, die Packung hier kostet unter 10 Euro. Das sage ich jetzt auch direkt. Ich würde sagen, ich nehme jetzt direkt einen lilanen und dann starten wir damit. Kleiner Einspieler, demnächst soll im Sprengstoffgesetz was verändert werden, das den Kommunen erlaubt, selbst zu entscheiden, ob Feuerwerk an Silvester erlaubt ist oder nicht. Das war natürlich ein großes Problem für unser Hobby, denn bisher geht das nicht. Bisher wird es halt von weiter oben entschieden und da hat jetzt jede Kommune selbst das Recht. Das gilt es zu verhindern. Und um das zu verhindern, gibt es jetzt eine Petition. Die Petition wurde an einer offiziellen Stelle endlich auch mal eingereicht. Das bedeutet nicht irgendwas 0815-mäßiges. Und deshalb ist die Petition auch so wichtig und hat auch Potenzial dazu, wirksam zu sein. Das heißt, macht da unbedingt mit. Ganz kurz, diese Petition wurde beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Das heißt, das ist endlich meine Anlaufstelle. Wir brauchen 50.000 Unterschriften. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Meldet euch da an, unterschreibt. Es ist wirklich wichtig. Wenn euch Feuerwerk wichtig ist, dann macht unbedingt mit. Ich habe es auch schon gemacht und jetzt geht es weiter mit dem Video. Lilaner Feuertopf. Wunderbar, war auch knackig scharf auf der Kamera. Natürlich machen wir direkt weiter mit dem Orangenen. Geil, die Farben. Okay, also die Farben der Sterne, die sind also der Knackpunkt, da unterscheiden sich dann die Sorten. Jetzt machen wir, jetzt nochmal beide Feuertöpfe und zwar dieses Mal zusammen. Okay, Orange und Lila zusammen. Jawohl. Die Teile waren ein würdiger Start in die Neuheitensaison 2022. Die gibt es bei X-Pyro und bei Pyro-Dimension. Preise sind ein bisschen unterschiedlich. Bei dem einen Shop gibt es Versand, beim anderen nicht. Meine Mitglieder kriegen sowieso alle 10% in beiden Shops. Schaut also sehr gerne vorbei. Meiner Meinung nach für unter 10 Euro 10 Feuertöpfe richtig geile Teile. Ja? So, gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt sehr gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Es kommen noch mehr Neuheitenvideos. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Haut rein und bis dann. Get down to the B-side.